Willkommen zu einem neuen Video, mit dabei ist auch der BeatSky. Guten Tag. In dem Video geht es darum, wie YouTuber gezielt versucht werden, über den Tisch gezogen zu werden. Verarscht. Darf man das sagen? Wir reden über den gezielten Betrug an YouTubern. E-Mail-Betrug. Ja, aber gezielt an YouTuber, auch nicht einfach irgendwelche Copy-E-Mails, weil ich habe ganz viele E-Mails bekommen, die werde ich mal hier im Hintergrund einblenden, aber so, dass die Namen zensiert sind, weil ich will hier keinen irgendwelche Namen nennen. Die Namen werden sowieso alle fake sein. Hier ist zum Beispiel einer, der heißt, ich weiß nicht, ich kann die Namen nicht vorlesen, aber die heißen zum Beispiel, einen kann ich mal schon vorlesen, den sehe ich hier gerade, der hieß Banana Master, also der hat sich vergessen umzubenennen. Cool, yeah. Die heißen halt sowas wie Hans Meyer oder so, jetzt natürlich nicht auf Deutsch, aber so werden halt die Namen so ganz Standard, die man sich ausdenken kann. Worum es in den Mails geht, ist halt, die wollen halt Werbung auf meinem Kanal, wie das ja so normal ist. Ich meine, ich habe jetzt 20.000 Abonnenten, das ist auch nicht so ungewöhnlich, dass ich mal eine Mail bekomme, weil ich so manchmal Werbung machen will, weil mit meinem Lotz Mobile Content mache ich ja auch so 10.000 Klicks. Natürlich ist ja nicht, ist ja nichts Außergewöhnliches, dass mal Leute da irgendwie ihre Werbung reinstellen wollen, für irgendwie ein 100er oder 200 Euro, die mir dann geben. Also war zumindest im Angebot, ich weiß nicht, wie viel man dafür kriegen würde, aber ist eigentlich mal okay für 30 Sekunden. Habe ich mich natürlich gefreut, wo ich dann die erste Mail bekommen habe, bin aber erstmal noch nicht drauf eingegangen, weil ich halt schon Content geplant hatte. Allerdings habe ich dann auch mal auf den einen oder anderen geantwortet, weil ich meine, so leicht verdientes Geld ist natürlich nichts, kann man natürlich mal zuschlagen, sollte man natürlich nicht andauernd machen. Hier ging es da zum Beispiel, meistens waren es irgendwelche VPNs, Cleaner-Programme, wo der PC schneller läuft oder allgemein irgendwas über PC-Programme, also es waren immer PC-Programme bisher. Da habe ich mal den einen dann zurückgeschrieben. Wie gesagt, das waren so 250 Euro, wollte ich mir geben. Das fand ich sogar relativ viel. Für 30 Sekunden Videoclip halt. Und da hat auch nicht viel irgendwie gesagt. Einfach, ich soll das runterladen und ich soll irgendwie nur zeigen, wie ich das runterlade. Das fand ich schon irgendwie komisch. Jedenfalls habe ich dann ein bisschen mit dem geschrieben. Das kam mir schon komisch vor. Und dann kam auf einmal irgendwann eine russische, so ganz viel Russisch da drin. Da habe ich schon gedacht, nee, dem antworte ich jetzt nicht mehr. Hatte ich keinen Bock mehr drauf. Weil es auch teilweise ziemlich komisch war. Und das hatte ich bei einem noch einen versucht, aber es war dann auch irgendwie komisch, da kann ich mich jetzt nicht mehr genau dran erinnern, weil das hat auch erst im Dezember angefangen, vorher habe ich nie Nachrichten bekommen. Das werde ich auch sehen an den Daten, die ich dann im Hintergrund einblenden werde. Also erst im Dezember hat es richtig krass angefangen, bis heute geht es immer noch täglich los. Und dann hatte ich irgendwann eine deutsche E-Mail bekommen, also wirklich, das war halt bisher immer nur Englisch. Es war bisher nur Englisch. Und dann habe ich irgendwann eine deutsche bekommen. Dass mir jemand auf Deutsch schreibt, da dachte ich schon, okay, der hat sich sogar meine Videos angeguckt, der weiß durch die Sprache, dass ich Deutscher bin. Dachte ich, hat sich mit seinem Kanal mehr befasst, der müsste eigentlich safe sein, dachte ich so, ne? Habe ich so ein bisschen mit dem geschrieben. Es ging wieder um ein VPN, das ich halt runterladen sollte, die Anwendung mal zeigen sollte. Hier schreibt er, ich kann mal kurz hier den Satz vorlesen, was für ein Angebot er gemacht hat. Sie müssen lediglich die Anwendung herunterladen und 30 Sekunden lang zeigen, wie sie verwendet wird. Dann senden Sie uns dieses Video für 30 Sekunden. Sie können das Video auf jede bequeme Weise senden. Und wir senden Ihnen die Hälfte der Gebühr von 250 US-Dollar. Nachdem Sie dieses Video auf Ihrem YouTube-Kanal gepostet haben, überweisen wir Ihnen die andere Hälfte vom Betrag halt. So war halt mehr oder weniger der Deal. So, da ist aber halt die hatten auch eine eigene Internetseite. Die Seite kam aber auch mir erstmal ein bisschen skurril vor. Ich wollte jetzt erstmal noch nichts runterladen, das ist dann auch mit dem BeatSky, weil da kennt sich auch ein bisschen gut mit Computern aus. Jetzt guckt er gerade komisch. er kann da jedenfalls auch noch so ein bisschen genauer drauf gucken. Allerdings kann ich auch sagen, dass ich auch ohne ihn das sowieso nicht heruntergeladen hätte. Darauf werden wir gleich weiter drauf eingehen. Auf jeden Fall kann der BeatSky jetzt nochmal was dazu sagen, wie dir die Seite aufgefallen ist, weil dir ist ja auch direkt am Anfang aufgefallen, was gefehlt hatte. Ja? Ja, die ist, Junge. Also ich meine, wenn man ja ein Unternehmen hat und gewisse Programme vermarktet, hat man ja auch eine Firmenanschrift. Und auch irgendwie Kontaktdaten, also allgemein Impressum, was halt auf der Seite überhaupt gar nicht vorhanden war. Das ist schon meistens so ein Anzeichen, dass es entweder ein ganz, ganz junges Unternehmen ist, was aber eigentlich noch nicht bereit ist, Werbung zu schalten, was wirklich nicht mal ein Gewerbe angemeldet hat, oder halt echt Betrug. Und du hattest ja auch noch irgendwas gesagt, was ich interessant fand, also was ich mir gar nicht aufgefallen ist, weil du irgendwie auf einen Button geklickt hattest, der irgendwie kein Button war oder einfach nur die Seite reloaded hatte. War doch irgendwas. Genau, das ist ja, also bei professionellen Seiten ist es ja meistens so, dass du auf dem, sag mal, die meisten Seiten haben halt ein Logo von sich selber oben links, wie zum Beispiel Facebook. Wenn du drauf klickst, landest du immer auf der Startseite. Die Maus hat auch angezeigt, dass es eine Schaltfläche ist zum Klicken. Allerdings war da kein Link eingefügt auf die Startseite. Das heißt, du konntest da klicken und es passiert nichts. Also eigentlich mache ich das Video jetzt sogar ein bisschen zu spät, weil ich glaube, diese
oder ich, also Beatsgeil, ich denke mal, du vermutest, dass es das alles jetzt immer ein, sag ich mal, von einem Kopf auskommt, von einer Firma oder weiß ich nicht was, die jetzt diese Spam-Mails unter anderen E-Mails unter irgendwelchen Bots irgendwie mal, sendet. Genau, Bots. Genau, und das hat jetzt auch erst, wie gesagt, erst im Dezember angefangen, also, ist noch, also aktiv halt erst im Dezember, also ist noch nicht so alt. Hätte ich das Video eigentlich ein bisschen früher machen können, um vielleicht auch den einen oder anderen zu warnen. Zum Beispiel Sto auch, also Sto Trap, den kennt ihr ja auch, mit dem habe ich auch bei Line geschrieben, beziehungsweise ich habe allgemein, wir haben so eine YouTuber-Gruppe, also Lost Mobile YouTuber-Gruppe hatten wir halt bei Line, und da habe ich halt das auch mal gepostet und hat er auch so direkt gesagt, ja, das ist ein Fall, er hat so direkt, ohne dass ich irgendwas dazu geschrieben habe, nur so, kennt, habt ihr auch Mails davon bekommen, habe ich halt gefragt, und er schreibt so direkt, das sind voll die Scammer und sowas halt, also Betrüger und so. Ja, also die anderen kriegen auf jeden Fall auch Mails, gerade, denke ich mal, auch die anderen Lost Mobile-YouTuber, weil die sich halt immer ein Kriterium rausgesucht haben, zum Beispiel das Spiel oder die und die Zielgruppe bei YouTubern. Ich hatte ja versucht, das runterzuladen. Und das war, wir haben ja extra deinen Laptop genommen, wo halt eigentlich keine Daten drauf waren. Genau, ich habe einen Laptop, der ist praktisch leer, unabhängig abgesehen vom PC, von Pornos. Oder was habe ich gesagt? Der ist unabhängig von meinem Netz. Da sind auch keine Daten drauf, da melde ich mich jetzt auch nicht, weiß ich nicht, zum Beispiel beim Online-Banking an. Also es sind keine Daten wirklich drauf, die geklaut werden können. Und da haben wir das mal runtergeladen. Wir hatten es versucht. Wir haben es sogar runtergeladen. Es wurde allerdings direkt als Virus identifiziert. Ja, wir hatten es ja schon am Anfang runtergeladen, dann kam mir direkt von Google die Meldung, dass es sich um eine gefährliche Anwendung handelt. Genau, also dann direkt von dem Browser aus. Ne? Ja, aber das Ding ist auch, warum wir dann weitergemacht haben, ist halt, weil Google halt viele verschiedene Sachen als gefährlich anerkennt, obwohl das ja, gar nicht gefährlich sein muss. Genau, halt, wie zum Beispiel teilweise Sheets oder Hack-Clients. Genau. Zum Beispiel, die werden ja auch als, was, wenn ich runtergeladen als Virus oder Trojaner anerkannt. Auf jeden Fall als Programm, was ins System eingreifen kann, und das wird schon als gefährlich angezeigt. Und auch allgemein Programme, die halt von irgendeiner Seite. Ich meine, VPN würde auch darunter zählen. So. Also wir haben auf jeden Fall die Warnmeldung von Google selber ignoriert. Wir sind den Schritt weitergegangen. Da hat natürlich, wer es glaubt, ein Antivirus angeschlagen. Der Windows Defender, der angeschlagen hatte. Und der hat ja auch richtig fetten Text angezeigt, ne? Oder genau. Ganz viel. Also ja, was heißt fetter Text? Es war ein kleiner Text dazu, halt was eine Art es ist. Es war wohl ein Trojaner. Hätte man sich auch vorstellen können. Es war auch eine kleine Datei. Der stimmt. Dazu sagen. Die Datei war viel zu klein, als dass das irgendwie so ein Programm hätte sein können. Aber was man halt nicht wissen kann, ist, du lädst ja oft irgendwelche Ex-Dateien runter, die du dann öffnest, und dann downloadet der das erst, wenn du die Datei geöffnet hast. Ja gut, das ist aber schwer vorstellbar. Ja, klar. Ne, ist es auch möglich, aber ich meine, wenn schon alles ausschlägt und wirklich Google-Alarm schlägt, Windows Defender, und es ist halt echt eine Seite, die auch eine ziemlich komische Art haben, E-Mails zu schreiben. Ach, und was ich noch dazu sagen wollte, der ganze Kreis kommt wohl aus Russland, also sind alles russisch, also vermutlich alles russische Mails. Ich hätte, wie gesagt, vorher schon mal mit einem auf Englisch geschrieben. Der hat dann auf einmal, das kam mir eh schon so komisch vor, habe ich dem auch nicht mehr geantwortet. Weil dann ganz am Ende kam sogar noch ein komplett russischer Text irgendwie, oder beziehungsweise er hat geantwortet, und dann darunter war dann genau so ein Link. Und da war da so ein russischer Text irgendwie, den er wohl vergessen hat zu entfernen oder sowas, keine Ahnung. Und auch andere Mails waren teilweise mit russischen Kontakten, oder die Nachnamen hören sich teilweise russisch an, oder auch oben die Namen, die halt eingefügt sind. Da ist zum Beispiel einer, den kann ich gar nicht entziffern, weil es halt diese russische Zeichen sind. Und auch er hier, beziehungsweise die Seite, also den, mit dem ich jetzt auf Deutsch geschrieben hatte, die Seite, die haben wir über Google, weil wir haben halt die Seite gesucht, wir haben geguckt, ob wir irgendwas darüber finden können. Wir haben schon was gefunden in Richtung Russisch auf jeden Fall, von russischen Seiten irgendwie. Das ist richtig. Also es war auf jeden Fall schon eine eingetragene Seite als Warnung mit der Herkunft Russland. Also könnte ich mir auch vorstellen, dass vielleicht ein oder zwei oder vielleicht auch ein paar mehr E-Mails davon auch echt sind, weil ich meine, es ist jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass man mal einen anschreibt, der auch, weiß ich nicht, so 10.000 Klicks oder auch mehr mal ab und zu bekommt, dass man bei dem mal Werbung machen möchte für ein neues Programm, ist ja nichts Unwahrscheinliches. Könnte auch sein, dass die eine oder andere E-Mail davon echt ist, allerdings will ich das jetzt kein Risiko eingehen, und ich will auch jetzt erstmal besser nicht darauf antworten. Dadurch, dass ich jetzt auch keinen Nutz-Mobile-Content mehr mache, lohnt sich das auch nicht mehr wirklich auf meinem Kanal. Ich glaube, die meisten würden dann eh nicht mehr darauf eingehen, wenn das halt keine Bots sind oder so. Okay, dann war es eigentlich schon hier mit dem Video. Wir wollten euch nur mal vielleicht den einen oder anderen YouTuber, ich meine, hier ist ja auch der eine oder andere von euch macht ja vielleicht auch YouTube-Videos, oder ist vielleicht in der Zukunft irgendwann hat mal ein paar mehr Klicks, kriegt dann vielleicht auch so eine Mail, dass ihr schon mal vorweg gewarnt seid, euch das auf jeden Fall ganz genau anzugucken, auch nichts irgendwie runterzuladen, was von so einer komischen Seite, wie eben gerade beschrieben, irgendwie ist. Und auch vielleicht für den einen oder anderen, der mich vielleicht gar nicht abonniert hat, der aber auch einen kleineren YouTube-Kanal hat, wie ich zum Beispiel, der vielleicht mal das Video guckt und sich so durch den Titel halt irgendwie sich angesprochen fühlt, auf jeden Fall, dass ihr hier gewarnt seid. Vielleicht habt ihr solche Mails noch nicht bekommen oder bekommt ihr noch, dass ihr dann auf jeden Fall Bescheid wisst. Ne? Ich meine, man sollte sowieso immer
Man sollte sowieso immer sehr vorsichtig im Internet sein, aber hier nochmal, weil dadurch, dass der eine zum Beispiel mir noch auf Deutsch geschrieben hat, was halt sehr, sehr, ich meine, normalerweise sind es halt einfach Bot-Mails, aber der hat sich sogar mit mir noch befasst, wusste, dass ich Deutscher bin. Ich meine, man geht jetzt nicht davon aus, dass dann so einer sogar auch noch irgendwie so ein Betrüger ist. Wie gesagt, dass ihr euch, obwohl ihr euch eigentlich sicher seid, dann lieber doch nochmal ein bisschen aufpasst, ne? Ja, dann bedanke ich mich eigentlich schon fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank. Alles klar. Das machen wir nochmal. Vielen lieben Dank. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bleibt sicher da draußen im Internet und habt noch einen schönen Tag.